zwar, er bewertet in einem 9 Minuten 41 Video Parfumsammlungen. Und das Video kam vor 3 Tagen aus. Sehr, sehr cool. Moin Leute, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Und schön, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. In dem heutigen Video geht es um eure Parfumsammlungen. Folge 13 von Ich bewerte eure Parfumsammlungen. Krass. Ich freue mich schon auf die Sammlungen in dem heutigen Video. Wir fangen an mit der Sammlung von Davut. Ich hoffe, dass ich den Namen richtig... Ach krass, also die haben hier solche Abfüllungen. Guck mal, Naxos habe ich auch. Naxos, hier. Wusste ich doch. Guck mal, wir können live mitmachen. So sieht die Flasche aus. Naxos. Och, schön. Guck mal, die haben hier sogar noch so Verzierungen drauf. Also wenn das mal nicht schön ist. Und zwar, wir haben Bergamotte, Lemon, Lavender, Jasmin, Honig, Tobacco Leaves, Tonka Beans und Vanille Beans. Okay, probieren wir mal. Oh, schöner Duft. Aber ich muss sagen, der Duft ist halt sehr, sehr stark. Kriegt man fast keine Luft. So sehr. Also das ist auf jeden Fall ein Winterduft. Naxos. Schön. Richtig ausspreche, die ihr mir vor ein paar Wochen geschickt hat. Und diese Sammlung habe ich hier mit drin, weil ich hier einfach mal echtes Adlerholz zeigen wollte, also echtes Oud und auch diese Oud-Destillate. Ich würde sagen, von den Düften hier auch, ne? Ist es ansonsten sehr übersichtlich und auch sehr mainstreamig, wenn ich von diesem M7 Oud Absolu Flacon da der zweite von rechts mal absehe. Er hat halt viele Samples so und da sind halt sehr viele dabei, die ich persönlich auch feiere, wie zum Beispiel Santal Royal oder Viking oder Leather Oud von Dior. Aber er hat eben auch, und das finde ich eben besonders geil, echtes Oud da. Also sowohl dieses Holzstück, was da vorne links liegt, das ist echtes Adlerholz und in der Mitte dann eben auch diese Mini-Abfüllungen von Ensa Oud, Ehrenmann, wo dann tatsächlich echtes Oud drin ist. Tiger Parfum dauert noch an dieser Stelle schon mal einen kleinen Shoutout, auch wenn das jetzt keine so übertrieben große Parfumsammlung ist und auch jetzt krasser nicht so Duft. Mega vielfältig, wollte ich das schön an dieser Stelle einfach mal sehr zeigen. Elegant. Als nächstes kommen wir zu der Sammlung von Hassan. Hassan hat eine wirklich extrem... Hassan, Habibi, was hast du denn? Oh, Hassan, da hinten sehen wir auch Naxos. Hör mal, das Parfum ist anscheinend wirklich gut mit dabei. Dann rechts daneben kann ich nicht sagen, was es ist. Hier haben wir Pardon, das habe ich tatsächlich auch. Namasato, hier Black Afghano. Das zum Beispiel, die Marke hat mich gar nicht abgeholt. Bond Number 9. Ja. Große Sammlung mit vielen, vielen orientalischen Düften, wo ich mich sehr darüber freue. Ich habe jetzt am Mittwoch ein Video online gestellt, wo ich über Oud-Düfte, französische, spreche. Und ich sehe, dass er hier sehr, sehr viel von dem Oud Cashmere Mood, den ich da sehe. Bin mir aber nicht sicher, weil die Auflösung dafür zu gering ist. Auf jeden Fall ist mir bei diesem Video aufgefallen, wie umfangreich MFK eigentlich ist und wie besonders und einzigartig dieses Haus eigentlich ist. Deshalb, ja, ich fühle mich da gerade einfach wieder so ein bisschen dran zurückerinnert. Es gibt ein paar Düfte, wo ich darauf verzichten könnte. Zum Beispiel Nishane Hachivat, den ich da, glaube ich, hinten in der Mitte sehe. Der war mir einfach ein bisschen zu ähnlich. Der hat auch Tiziano Terenzi gehabt. Wenn ihr einen Review dazu sehen wollt, schreibt mir das gerne in die Kommentare, dann werde ich das gerne mal machen, denn ich habe ein Sample noch hier. Und ebenso Blamage vorne rechts von Nasomato, das war ein Duft, der war von der DNA her wirklich extrem geil, aber... Den habe ich Victoria mal geschenkt, Blamage, wirklich. Und Namasato wurde mir mal geschenkt, Pardon. Beides Düfte, die finde ich jetzt, also fand ich jetzt nicht so knallermäßig. Von der Haltbarkeit her nicht, aber unterm Strich kann ich, denke ich, sagen, Freunde, warum? Ich brauche hier wirklich nichts groß zu sagen, weil die Sammlung an sich sehr umfangreich ist und auch genau in die Richtung geht, die ich halt extrem feiere. Ein bisschen kleiner ist die Sammlung von Stefan, die ich euch als nächstes zeige. Und da war ich... Oh, was haben wir denn hier? Also, was haben wir denn hier? Armoage? Wäre es nicht cool, wenn ich bei Armoage einfach im Oman wäre? Accord di Parma finde ich auch gut. Hier, das zum Beispiel hat auch Victoria. Ehrlich gesagt überrascht, dass ich diese beiden La Yukawam Flakons in der Mitte sehe von Razasi, denn normalerweise kaufen sich die Leute La Yukawam als Ersatz für Tom Ford Tuscan Leather und hier haben wir jetzt aber die beiden Special Editions oder Flanker von La Yukawam und zwar Tobacco Blaze und Ambergris Showers und deshalb für dich, Stefan, mal die freundliche Bitte, wenn du dieses Video siehst, schreib doch gerne mal in die Kommentare, wie du die findest oder auch wenn ihr die probiert habt, schreib das gerne in die Kommentare. Gerade in meiner Hand Zephiro. Sehr, sehr schöner Duft. Zephiro ist wirklich so, das umhüllt einen wirklich für sonntags und so ein ganz, ganz weicher, weicher mit Honig. Hier, Honey of the Gods. Steht tatsächlich hinten drauf.
Das ist wirklich ein toller Duft. Den habe ich auch schon lange. Würde echt mal interessieren, was die so drauf haben. Ansonsten finde ich es immer sinnvoll, oben in der Mitte Mugler Cologne und Prada L'Homme drin zu haben. Zwei wirklich super Düfte für den Preis. Vor allen Dingen Mugler Cologne ist so ein super Fougère Barbershop-ähnlicher Duft, der mega, mega preiswert ist und wirklich für den Preis sehr toll einfach umgesetzt. Und Prada L'Homme kennen ja, glaube ich, alle inzwischen, dieser typische Iris-Duft in einer sehr eleganten Variante. Ansonsten sehe ich da auch noch Epic Man, Reflection Man, Sunshine Man und Interlude Man ist das, glaube ich. Vielleicht habt ihr ja meinen Top 10 Amouage-Video gesehen. Da habe ich ein bisschen erzählt, dass ich nicht so der Fan von Reflection Man bin. Epic ist tatsächlich ganz geil, Interlude auch. Und Sunshine Man finde ich verglichen mit dem Mugler Cologne etwas obsolet, muss ich sagen. Ich glaube, das ist so ein bisschen im Auge des Betrachters. Mir reicht ein frischer Duft ehrlich gesagt aus und ein Duft, der so ein bisschen in die Fougère-Richtung vielleicht geht. Was mir bei dir, lieber Stefan, noch einfällt, ist das Haus Tiziana Terenzi. Denn deine Sammlung geht ja schon in eine sehr tiefe, winterliche, dunkle, schwere Richtung. Und da würde ich dir empfehlen, probier auf jeden Fall mal Tiziana Terenzi aus. Denn ich glaube, dass das deine bestehende Sammlung auch nochmal sehr schön erweitern kann. Wenn du so eine Sammlung hast, dann brauchst du Xertschow, brauchst du Tiziana Terenzi. Das wird auf jeden Fall noch viel mehr Spaß machen. In der Mitte den Kilian Maskut entdeckt haben. Maskut, von hier, dieser Marke Kilian, habe ich auch ein paar Düfte. The Dark Lord habe ich mit so einem Totenkopf. Ich glaube, es kann sein, dass ich diesen hier habe. Nein, ich habe aber so einen, der heißt auch was mit Mask. Den habe ich bis jetzt, glaube ich, in noch keiner Sammlung gesehen. Und das ist einer der besten Moschus-Oud-Düfte, wobei da natürlich kein echter Moschus drin ist. Vorletzte Sammlung für heute ist die Sammlung von Lennart. Guck mal, der Duft hier, ne? Den hat der Herbert mir damals, habe ich den, als ich gerade den Arbeitgeber gewechselt habe, habe ich dieses Parfum beim Herbert gekauft oder geschenkt, ich weiß nicht mehr. Das ist ein mega Duft, aber leider hält der nicht so übertrieben lange. Die sehr reduziert ist, ja, es sind nur insgesamt drei Düfte hier drin, und zwar Aventus, Mortal Skin von Stéphane Imbert-Lucas und Tuscan Leather Intense. Zu Tuscan Leather Intense muss ich sagen, ich bin echt froh, dass ich den in meiner Sammlung sehe, und ich finde es schade, dass der so wenig getragen wird von den Leuten, weil das an sich schon ein ganz nicer Duft ist, und ich glaube, wenn man da preisgünstig rankommt, ist das schon eine schöne Alternative. Ohira ist einer, guck mal, ich sag dir eine Sache, Ohira ist einer der besten Düfte, die ich jemals gerochen habe. Ohira ist wirklich ein Erlebnis. Es steht, glaube ich, bei mir zu Hause oder hier vorne, ich weiß gar nicht mehr. Ohira ist wirklich ein absolut toller Duft. Die nicht so übertrieben ledrig ist, aber vor allen Dingen bei den kühleren Temperaturen fände ich das, glaube ich, echt ganz nice. Deshalb freut mich das sehr. Zu Mortal Skin kann ich aber sagen, ich habe den inzwischen auch getestet und war da nicht so überzeugt von. Es ist wieder so einer dieser typischen Safran-Oud-Düfte, von denen... Ist aber ein schöner Duft. Ist ein schöner Duft. Es wirklich ja viele gibt auf der Welt. Und der hat zwar diese Stéphane Imbert-Lucas-DNA, aber ich muss ehrlich sagen, ich fand den nicht so überzeugend wie Black Gemstone. Und tatsächlich... Klar, Black Gemstone ist eine Bombe. Black Gemstone ist ein brutaler Duft. Den hatte ich das erste Mal drauf, als ich mit Knossi und Sascha in diesem Escape Room war. Fand ich sogar Ohira noch besser, was eigentlich ja so der teuerste Duft aus dem Haus ist, soweit ich weiß. Und der hatte mich auch jetzt nicht so 100% überzeugt. Was? Ohira ist, dann hat der aber nur einen Tester gehabt. Wenn du Ohira wirklich trägst, das ist eine wirklich krasse Uhr. Würde ich mich da auf jeden Fall noch ein bisschen durchprobieren. Und natürlich kann die Sammlung dann auch noch durch weitere Düfte erweitert werden. Also zum Beispiel so einen etwas süßlicheren Duft noch für die Wintertage. Das heißt, du könntest zum Beispiel so ein bisschen in die Maison Christian Dior-Reihe gehen oder auch in die Parfums de Mali-Reihe. Da gibt es ja wirklich viele, viele tolle Düfte, die das, glaube ich, noch ein bisschen erweitern könnten. Aber ansonsten, vielen Dank für die Einsendung und ich hoffe, dass ich dir da auch ein bisschen was empfehlen konnte. Zu guter Letzt habe ich dann hier noch die Sammlung von Silke. Und das fand ich wirklich klasse, weil Silke hat mir eine E-Mail geschrieben und meinte so, hey, ich bin eigentlich eine Frau, aber ich schaue trotzdem deine Videos und habe auch eine Parfumsammlung. Möchtest du die mal sehen und möchtest du die vielleicht in deinen Videos zeigen? Und da habe ich geschrieben, natürlich, denn auch wenn diese Videos hier sich hauptsächlich an Männer richten, liebe Damen, wenn ihr zuguckt, ihr dürft mir natürlich auch gerne eure Sammlungen schicken und gerne werde ich auch mal das eine oder andere Frauenparfum bewerten, wenn euch das eben interessiert. Auf jeden Fall hat Silke wirklich ein... Oha, was? Was geht denn hier ab? Was hat sie hier? Dann sehr, sehr... Also das ist eine Stone-Label-Kollektion. Kenne ich nicht. Polar Stars. Dann was ist hier? Ibitra. Lua. Und L.
Und Apollina. Ist Apollina ein Darmduft? Habe ich gar nicht so wahrgenommen, dass der ein Darmduft ist. Nee, also würde ich jetzt Uni sagen, schöner Duft. Sehr eleganter, schöner Duft. Geile Sammlung. Krass. Allen voran muss ich sagen, freue ich mich sehr drüber. Pico Vaia d'Ama von Serjoff. Und das ist ein Duft, den müsst ihr auf jeden Fall. Silke ist richtig am Ballen, ja? mal probieren, wenn ihr auf diese High-Price-Roja-Parfums-Düfte steht. Also auf Haute Luxe, Diaghilev, Great Britain und so weiter. Denn Pico Vaia d'Ama geht für mich in dieselbe Richtung und ist halt eben aus dem Hause Serjoff. Das heißt, so ein bisschen italienisch angehaucht. Und deshalb, ich sage es euch, wenn ihr auf diese höherpreisigen Roja-Düfte steht, probiert den auf jeden Fall mal aus. Ich verspreche euch, ihr werdet da nicht enttäuscht von sein. Ansonsten hat sie die Sammlung auch wirklich schön geordnet. Pudrige, schwerere Düfte dabei mit Iri Fauve, Dann komme ich gleich Cuir nochmal Beluga dazu. und Tonka Imperial. Dann diese vielleicht etwas Emerald. klassisch feminineren Düfte. Eine richtig krasse. Die hat genau meine Düfte als Frauen. Ey, die hat alles. Also als erstmal, wenn ich zurückscrolle hier, Emerald sieht ja mal richtig nice aus. Was denn hier hinten? Xerchow Verona. Habe ich noch nie gesehen. Interessant. Sehr interessant. Tonka Imperial. Hier habe ich auch noch nie gesehen. Dann diese vielleicht etwas klassisch feminineren Düfte mit Shalimar von. Und hier im Übrigen auch Stefan Humbert Lukas. Hier, das habe ich auch privat, Profumi del Roma. Dann hier kennen die wenigsten Moresque. Habe ich damals vom Herbert, als er aufgehört hat, habe ich hier den Restposten abgekauft und dann verkauft. Lorenzo Villoresi mag ich persönlich, soll einer der besten Parfümeure sein. Ich habe leider keinen Duft, der mir davon zusagt. Leider nicht. Ist aus. Guerlain, was, um ehrlich zu sein, Duft ist, den ich auch besitze und auch hin und wieder trage, auch wenn es eigentlich ein. Heißt Victoria vielleicht Silke? Nein, Mann. Victoria, wenn ich Victoria frage, willst du ein Parfum haben, sagt immer nein. Wäre cool, wenn Victoria sich auch von Xerchow mal alle Düfte quasi so anschaut und so, aber Victoria, nee. Frischeren Düfte mit 4711, der Aqua Allegoria Serie von Guerlain. Guck mal, Gritti hat sie auch noch. Wahnsinn, was für eine Sammlung. Und natürlich immer wieder dabei sind Serjoff-Düfte wie zum Beispiel Pico Vaia d'Ama, Apollonia oder auch White Star und Musk, Amber und Musk-Geschichte. Oh, Amber Star Mask, krass. Und hier auch noch mal. Das ist ja wohl der Hammer. Hier haben wir auch nochmal Casamorati-Düfte. Ja, das war jedenfalls schon alles. Jetzt ist gerade noch mein Mikro ausgegangen, Krasseste was schade Sammlung ist. am Deshalb muss Ende. ich ein bisschen näher ran. Aber auf jeden Fall So, ich danke dir danke für eure dir. Einsendungen, liebe Mitglieder meiner Community. Ich werde euch nochmal den Link oder die E-Mail-Adresse hier einbinden. Falls ihr auch eure Sammlung an mich schicken wollt, könnt ihr das gerne tun. Ich müsste ihm mal die Sammlung von mir zu schicken, so einfach den Tisch so voll. Cooles Video, hat Spaß gemacht zu gucken. Thank you.